Parkinson-Patienten abziehen, Digga. 1,8 Millionen Euro. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Parkinson-Patienten. Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Moin. Oder einfach nur ey. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche bis jetzt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meinungsmache für die Kalenderwoche 34. Ich bin Stay und werde euch die Nachrichten so gut es geht zusammenfassen und damit werden wir auch direkt anfangen. Also schnappt euch einen Kaffee, ein Heißgetränk oder ein kaltes, bei den Temperaturen da draußen zumindest relativ sinnvoll sowas zu tun und lasst euch nieder und werdet mit mir gemeinsam die nächste Stunde ungefähr damit verbringen, sich ein bisschen einen Überblick zu machen über die Ereignisse der Woche, der letzten Woche. Ja, also nicht länger schnacken, schönes Getränk. Und ab die Fahrt. Los geht's. Tatsächlich ist das hier ein First. Also in den letzten Ausgaben kam es zumindest noch nicht vor. Ich habe beim Rückblick auf das letzte Wochenende nämlich nichts von Relevanz entdeckt, das wir nicht schon in der Woche davor berichtet haben. Das Einzige, was vielleicht von Relevanz ist für den Rückblick aufs Wochenende, ist die Tatsache, dass Russland sich jetzt nicht nur dazu entschieden hat, die Ukraine anzugreifen, sondern auch den Mond. Ihr habt vielleicht davon gehört, es gab eine Lunar-Mission von Russlands, also die haben die Mondexpedition gestartet und nach dem viel gefeierten Start ist dann nicht mehr so viel gekommen, weil die Expedition krachend in den Mond geklatscht ist. Das ist auch mehr oder weniger das Einzige, was ich mitbekommen habe. Dazu ist nicht viel zu sagen, denke ich, außer schade. Wir machen weiter. Dafür gibt es am Montag umso mehr, beziehungsweise sehr interessante Artikel, die ich für euch mal rausgesucht habe. Und dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Sport. Und jetzt werdet ihr vielleicht genauso skeptisch gucken, wie bei der Tatsache, dass wir im Rückblick am Wochenende nicht so viel gesehen haben, was wir nicht berichtet haben, wie Sport. Ja, Sport. Nämlich die Fußball-WM der Frauen. Bei der Fußball-WM der Frauen ist es nämlich so gewesen, dass im Rahmen der Ereignisse des Finalspiels Spanien gewonnen hat. Spanien ist also WM-Fußballmeister. Und dieser überschwängliche Moment der Freude wurde durch den Verbandschef in ein jähes What the fuck did he do verwandelt. Nämlich, und da habe ich einen Artikel aus der Süddeutschen für euch. Kuss von Rubiales nach WM-Finale. Bestenfalls idiotisch, schlimmstenfalls übergriffig. Spaniens Verbandspräsident Rubiales küsste die Spielerin Hermoso bei der WM-Siegerehrung auf den Mund. Ob einvernehmlich oder nicht, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen. So oder so hat der Präsident einen besonderen Moment zerstört. Es gibt dieses Videomaterial, und ihr habt es vielleicht gesehen, der Artikel ist für euch unten eingeblendet, wo man sieht, dass der Verbandspräsident die Spielerin einfach, jetzt sagen wir mal, überraschend auf den Mund küsst. Im späteren Verlauf gibt es dann auch eine Videoaufnahme der Spielerinnen aus der Umkleidekabine, wie sie feiern und sich freuen. Und man hört die Spielerin, der das passiert ist, der Hermoso, sagen, dass sie das scheiße fand. Was sie scheiße fand, hat sie nicht wirklich erwähnt, aber dass sie nichts dagegen machen konnte und das scheiße fand. Und das hinterlässt einen sehr faden Beigeschmack. Mittlerweile ist es so, dass sich der Verbandschef entschuldigt hat dafür, dass das passiert ist. Und der Verband, und das könnt ihr jetzt einordnen, wie ihr wollt, hat ein Statement veröffentlicht für die Spielerin, in der das Statement sagt, das war alles nicht so schlimm. Also im Namen der Spielerin hat der Verband, wo der Verbandschef gesagt hat, na gut, tut mir leid, aber halb so wild, gesagt, ja gut, nicht so schlimm. Und die Stimmen, die ich aus Deutschland gehört habe, und ich glaube zu wissen, das war Rummenigge, Karl-Heinz Rummenigge, genau, der sich dazu geäußert hat, in der FAZ hat er gesagt, Karl-Heinz Rummenigge findet den WM-Kuss absolut okay. Ist halt eine emotionale Entscheidung. Ja? Wenn man emotional ist, darf man Frauen auch mal, man jetzt will oder nicht, soll die dich immer nicht so haben, ist ein emotionaler Moment. Alles sehr, sehr merkwürdig. Karl-Heinz Rummenigge auch ein bisschen merkwürdig, aber das ist der Mann, ihr kennt ihn vielleicht, der mit der ein oder anderen Uhr aus den Arabischen Emiraten durch den Flugzeug gekommen ist und sich dann nicht erinnern konnte,
woher die hat oder was mit der ist oder ob das ein Geschenk war oder ein Bestechungsversuch. Der Mann ist das. Nichtsdestotrotz, ich habe euch den Artikel der Süddeutschen unten verlinkt. Lest ihn euch gerne durch und seid informiert über dieses Thema, denn das ist sehr schade. Denn die Fußball-WM zu gewinnen ist ja für das spanische Team etwas sehr Gutes. Ja, ich bin jetzt nicht so im Fußball drinne. Und dann durch so eine Übergriffigkeit die Headlines ruiniert zu bekommen, trotz der sportlichen Leistung. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Dann habe ich für euch was aus der Süddeutschen gefunden. Ein Artikel, der mich ein bisschen hat machen lassen. Und ich glaube, ihr wisst, dass das eventuell keine positive Reaktion ist. Die Überschrift lautet Asyldebatte. Spahn und Gabriel verschärfen den Ton. Der ehemalige SPD-Chef und das CDU-Präsidiumsmitglied fordern nun sogar den Abschied von völkerrechtlichen Verpflichtungen. Aus der Ampelkoalition kommt Widerspruch. Vorschläge prominenter Politiker und Ex-Politiker des individuellen Rechts auf Asyl abzuschaffen, haben die Debatte um den Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland weiter angeheizt. Sowohl der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel als auch das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn forderten radikale Maßnahmen, um die in diesem Jahr deutlich gestiegene Zahl von Schutzsuchenden aus osteuropäischen Ländern deutlich zu begrenzen, ernteten dafür aber auch Widerspruch. Gabriel verlangte eine grundlegende Neuausrichtung der Flüchtlinge- und Asylpolitik und ging dabei bis zu einer Empfehlung, sich von bisherigen Verpflichtungen des Grundgesetzes und des Völkerrechts zu verabschieden. Der Versuch, mit einem Individualrecht auf Asyl und der Genfer Flüchtlingskonvention auf das moderne Phänomen von Massenflucht zu reagieren, wird uns nicht zum Erfolg führen, sagte der ehemalige Vizekanzler Gabriel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Unsere Regeln aus dem 20. Jahrhundert passen nicht zu den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Gabriel riet seiner Partei, sich stattdessen den restriktiven Kurs der dänischen Sozialdemokraten in der Migrationspolitik zum Vorbild zu nehmen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie realistisch ist denn dieses Modell? Ihr steht ja auch in diesem Artikel. Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ist das grundlegende Dokument des völkerrechtlichen Flüchtlingsschutzes. Sie verbietet es, einen Flüchtling in Gebiete auszuweisen oder zurückzuweisen, in denen sein Land oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsgehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein wird. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, Sozialdemokrat wie Gabriel, lehnte dessen Vorschlag als wenig hilfreich ab. Mehr als 3/4 der Menschen, die nach Deutschland kämen, genössen ein Schutzrecht und könnten gar nicht abgeschoben werden. Bei den anderen gibt es viele Menschen, deren Identität wir nicht klären können und die von den Herkunftsstaaten nicht zurückgenommen werden. Tatsächlich erkannte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, fast 73% der Schutzsuchenden an, über die es 2022 inhaltlich entschied. Ähnlich wie Gabriel argumentierte auch der Bundestagsabgeordnete Spahn. Deutschland brauche eine Pause von dieser völlig ungesteuerten Asylmigration, sagte Jens Spahn, welcher Zeitschrift? Genau, der Bild. Auch der Christdemokrat forderte, Flüchtlinge an den Grenzen abzuweisen. Zitat: Daher braucht es ein klares Signal an der EU-Außengrenze. Auf diesem Weg geht es für niemanden weiter. Merkwürdige Argumentation, jetzt mal meine Einschätzung, zu rhetorischen Ergüssen von Sozialdemokraten und christlich-demokratischen Wertevermittlern der Union. Von Jens Spahn halte ich seit seinem Einsatz als Gesundheitsexperte, nenne ich das mal, nicht wirklich etwas. Dass der politisch irgendwo noch Kredibilität hat, ist für mich unverständlich. Das könnt ihr mir ja gerne mal als euer Feedback in die Kommentare schreiben. Nach dem Totalversagen, was wir erlebt haben, dem Dirigent der Maskenaffäre, könnte man fast sagen. Denn dafür war ja auch zuständig, diese Ausschreibung zu vermitteln oder eben nicht. Ne? Aber wenn es um solche Sachen geht, ist das bei der Union eh ein bisschen schwierig. Das von Sigmar Gabriel zu hören, ist auch merkwürdig. Die Tendenz dieser Rhetorik der Ablehnung und der Grenzzuschließung ist ganz, ganz komisch, wenn man doch viel effizientere Maßnahmen ergreifen könnte. Nämlich effizientere Maßnahmen an Reformen anzusetzen, die bei den Asyltiteln und den Rechten und besonders den Leistungen und Möglichkeiten von Asylsuchenden anfassen könnte. Man könnte beispielsweise sagen, hey, Arbeitsverbote, und das gibt es tatsächlich, Arbeitsverbote für Geflüchtete lassen wir gar nicht mehr zu.
Wir könnten ja als Vorbild ein kanadisches oder ein dänisches Projekt nehmen, aber das heißt nicht, dass die an den Außengrenzen abgewiesen werden. Ganz und gar nicht. Das heißt einfach, dass man uneingeschränkte Zuwanderung unter Umständen so zulässt, dass man das an berufliche Perspektiven bindet. Und das scheint jetzt natürlich, und ich verstehe die Kollegen, die jetzt sagen, ja, aber Flucht hat nichts mit beruflicher Tätigkeit zu tun. Ich weiß. Das Problem ist nur, der Konsens in der Gesellschaft ist nur zu vermitteln, wenn man das an etwas knüpft, das die Leute verstehen. Und das Einzige, was die Leute verstehen, ist Arbeit. Das heißt, so traurig es ist, so nah an der Realität ist es doch zu sagen, man kann den Status von Geflüchteten und von Menschen mit Migrationshintergrund nur dann uneingeschränkt rechtfertigen, wenn man das in Verbindung mit etwas setzt, das die Leute checken. Und was die Leute checken ist, Arbeit ist gut. Und das klingt jetzt vielleicht dumm oder einfach runtergebrochen, aber die populistischen Ansätze bezüglich der geflüchteten Thematik rund um die rechtsextremen und rechten Kräfte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, sind neben Kriminalität eben auch Arbeitslosigkeit. Und da offen mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, halt stopp, das ist auch überhaupt nicht ein Thema, weil wir das in unserem asylpolitischen Modell mit aufgenommen haben und da irgendwie mitarbeiten, neben der Tatsache, dass natürlich Asyl etwas anderes ist als kontrollierte Migration, nämlich das Hereinkommen und einen Job suchen. Asyl, die Flucht vor Verfolgung, sollte nochmal extrem anders behandelt werden, aber das ist jetzt zu umfangreich, um das in diesem kurzen Segment zu besprechen. Was ich damit sagen will, sowohl an Sigmar Gabriel als auch an Jens Spahn, ich habe immer den Eindruck, dass die keine Ahnung haben, wie die rechtlichen Möglichkeiten bzw. wie die Realität in dieser Branche aussieht. Von Grenzschließungen zu sprechen oder Pushbacks oder wir müssen die da aufhalten, ist der komplett falsche Weg. Der Ansatz sollte sein, wie können wir das eigene System so verbessern, dass Leute, die kommen, die Möglichkeit haben, sich bestmöglich zu integrieren, um dann ein neues Leben in diesem Land aufzubauen. Und das nach bestem Wissen und Gewissen. Das sollte die Möglichkeit sein. Das sollte der Ansatzpunkt sein. Aber immer wieder davon zu sprechen, hey, lass uns die Grenzen zumachen, das wird das Problem nicht lösen. Auch Abschiebung wird das Problem nicht lösen. Ja? Abschiebungen sind A, voll teuer und B, super schwierig umzusetzen. Das macht sich leicht auf ein Plakat zu schreiben, um zu sagen, Abschiebung joche, aber jeder, der sich mit dem Thema auch nur ein bisschen auskennt, weiß, was das eigentlich für ein bürokratischer Clusterfuck ist. Meine Two Cents dazu. Schreibt mir, was ihr davon denkt, gerne in die Kommentare. Jetzt habe ich hier einen Artikel, der mich schockiert hat. Und mich zu schockieren, das muss man schon wollen. Ja? Und zwar aus der FAZ. Auf Zebrastreifen überfahren. Angeklagter 8 Jahre nach der Tat verhaftet. Ich habe den Artikel mal unten für euch verlinkt, weil ich ihn schon intensiv gelesen habe. Fasse ihn für euch mal frei zusammen. Also steht die auf einem Zebrastreifen mit ihrem Lebensabschnittsgefährten. Die küssen sich da und warten auf eine Abholung durch ein Taxi. Dann kommt der Tatverdächtige vorgefahren, 27-jähriger junger Mann, der 2015 zu dem Zeitpunkt auf die beiden Personen zufährt. Anstatt die Kollision zu vermeiden, fährt der Angeklagte in diesem Fall so nah an den Personen vorbei, dass die Frau, eine Sportlerin, also was für ein Sport weiß ich jetzt gar nicht, ich meine zu sagen Handball, aber eine Sportlerin auf jeden Fall, wird unter den Wagen gezogen und 50 Sekunden lang über 400 Meter mitgeschleift, bis das Fahrzeug stoppt. 50 Sekunden lang über 400 Meter. Der Angeklagte hatte es laut einer schriftlichen Einlassung in diesem zweiten Prozess für einen Spaß, Zitat Ende, gehalten, dass Silke T. auf der Motorhaube saß. Er will zunächst nichts davon mitbekommen haben, dass die Frau eingeklemmt unter dem Wagen lag. Da fehlen mir auch die Worte. Also tatsächlich fehlen mir da auch die Worte. Ein Psychologe hat mittlerweile festgestellt, dass dem Angeklagten keinerlei Beeinträchtigungen zugrunde lagen. Er soll einen mittel- bis hohen IQ haben
und ist in keiner Form beeinträchtigt gewesen. Nicht durch irgendwelche Sachen, nicht durch irgendwelche Tendenzen, Aggressionen, Alkohol, irgendwas. Das scheint nichts gewesen zu sein, das das erklärt. Deswegen denke ich, dass ich hier für alle spreche, die sich diesem Fall annehmen, hoffe ich, dass es eine lange, lange Haftstrafe geben wird. Denn sich allein die Rahmenbedingungen durchzulesen, nochmal mit aller Warnung, ja, wenn ihr den Artikel in der FAZ lest, sich die Rahmenbedingungen dieses Vorfalls zu lesen, das ist unheimlich grausam. 50 Sekunden, 400 Meter, das ist eine Geschwindigkeit ausgerechnet von 29,7 oder 3 Stundenkilometern, also ungefähr 30 Stundenkilometer, bis der Wagen zum Stehen kam. Die Frau ist übrigens erstickt, weil das Gefährt auf ihrer Brust lag. Also das auf ihrem Brustkorb. Katastrophe. Mehr bleibt da nicht zu sagen. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die sollte es doch eher lieber nicht geben, I guess. Weiter geht's. Hier habe ich was Witziges gefunden für euch, das mich zumindest zum Lachen gebracht hat. Aber nicht aus der Tatsache, dass der Artikel für sich selber lustig ist, sondern weil die Aussagen dazu sich noch ein bisschen verändern werden. Und zwar Deutschlandfunk. Richtungsstreit. Janine Wissler sagt, die Linke hat großes und stabiles Fundament. Die Linken-Vorsitzenden Wissler sieht keine Spaltung innerhalb ihrer Partei. Frau Wissler, was glauben Sie, in welcher Partei Sie sind? Hintergrund ist der interne Richtungsstreit zwischen der Parteispitze und der Bundestagsabgeordneten Wagenknecht. Wissler sagt in Berlin, es gebe ein großes und stabiles Fundament der Linken. Wichtige Entscheidungen seien mit großer Mehrheit getroffen worden. Die Linke sei eine plurale Partei mit einer gesellschaftlichen Verantwortung. Das mal alles dahingestellt, aber was glauben Sie, welches Mitglied welcher Partei Sie sind? Die Linke hat ein großes und stabiles Fundament? Was? Ist die Partei hier gerade, der Sie Mitglied zu sein scheinen, hier im Raum? Können wir die alle sehen oder ist das so ein Fantasiekonstrukt? Und es wird nur noch witziger, wenn wir einen Artikel vom folgenden Dienstag in Angriff nehmen, den ich jetzt noch nicht habe für euch. Aber denkt mal ganz kurz an diese Situation. Also Richtungsstreit, Janine Wissler sagt, nö, bei uns läuft das. Vergesst das nicht, es kommt gleich nochmal. Dänemark. Russischer Botschafter warnt nach F-16-Zugabe vor Eskalation. Der russische Botschafter in Dänemark hat die zugesagten Lieferungen von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine kritisiert. Er warf der Regierung in Kopenhagen vor, mit ihrer Entscheidung, Kiew Kampfjets zu schicken, den Konflikt zu verschärfen. Manchmal bin ich ja über diesen Spagat der Argumentation so ein bisschen beeindruckt fast. Denn die einzige Verschärfung, die es gibt im Umgang mit dem militärischen Krieg Russlands auf die Ukraine, die ich da sehe, wäre ein nuklearer Fallout. Kampfjets hin oder her. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Russland das wünscht. Ich verstehe also diese Kritik zur Eskalation nicht wirklich. Denn die ursprüngliche Eskalation wird ja durch den russischen Krieg verursacht. Ich bin dafür, so wie viele andere auch, eigentlich alle, dass der russische Krieg mit sofortiger Wirkung beendet wird und das ist nur zu akzeptieren unter der absoluten Abrückung von ukrainischem Territorium, auch der Krim, auch den besetzten Gebieten seit 2014. Und sobald das gemacht ist, kann man da jegliche Militärmaßnahmen einstellen. Bin ich dafür und sehr viele andere auch. Eine weitere Eskalation? Sehe ich jetzt mit Kampfjets nicht. Eher eine Sicherung des Luftraums. Aber die haben vielleicht eine andere Perspektive. Eine, mit der ich mich nicht auseinandersetzen kann, weil ich in der Realität lebe. Weiter geht's. Es ist Dienstag, meine Freunde. Und am Dienstag habe ich aus dem Deutschlandfunk erstmal eine gute Nachricht. Steigen wir doch mal mit einer guten Nachricht ein. Und zwar, das Statistische Bundesamt berichtet, die Zahl männlicher Erzieher in Kitas ist binnen 10 Jahren verdreifacht worden.
Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilten, arbeiten zum Stichtag des 1. März 2022 knapp 53.500 Männer in Kinderbetreuung. 10 Jahre zuvor waren es noch 18.000. Den Angaben zufolge stieg auch der Anteil der Tagesväter. Mit 1.700 sind sie im Vergleich zu 40.100 Tagesmüttern aber noch unterrepräsentiert. Also gute Nachrichten. Erzieher in Kitas, Anzahl verdreifacht in den letzten 10 Jahren. Das ist doch echt mal was. Besonders, weil dieser Beruf ja für Männer doch immer noch mit einem merkwürdigen Stigma, ist das glaube ich der richtige Begriff, oder einem Vorteil von Übergriffigkeit verbunden ist. Und da ist es doch schön, dass diese Zahlen so nach oben gehen. Also, gute Nachrichten für uns. Taucht ganz tief in euren Verstand ein und versucht euch zu erinnern an die kleinen Artikel von der Linken, den ich euch am Montag erzählt habe, wo Frau Janine Wissler gesagt hat, die Linke steht auf einem stabilen Fundament. Okay, got it? Der Grund, warum das so unterhaltsam ist, ist, weil ich hier einen Artikel habe, der Zeit, der lautet, Linken-Chef Bartsch hält Spaltung der Partei für sehr wahrscheinlich. Der scheidende Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hält die Abspaltung einer Gruppe um die Bundestagsgeordnete Sarah Wagenknecht von seiner Partei für nur noch schwer vermeidbar. Die Wahrscheinlichkeit dieser Trennung ist hoch, sehr hoch, sagte Bartsch. Er selbst halte diesen Schritt für falsch und verantwortungslos. Die Erfahrung zeige, dass er nie zum Erfolg führt, wenn die Linke sich spaltet. Ich denke, die Kerneigenschaft der Linken ist es, sich zu spalten, denn wenn man 4 Linke nach ihrer Meinung fragt, hat man am Ende 5 Splittergruppen. Das ist zumindest das Meme, was ich jetzt wiedergeben würde. Und umso mimiger finde ich, dass der Vorsitzende Bartsch der Vorsitzenden Wissler sagt, nee. Und das klingt ja so ein bisschen nach einer Spaltung. Was denkt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Update für euch. Ein Tagesschau-Artikel informiert uns darüber, das Gericht in Georgia hat ja laut der Anklage eine Kaution festgelegt. Der frühere US-Präsident Trump ist in 4 Strafverfahren angeklagt, das wissen wir bereits. In Georgia sind nun die bisherigen strengsten Kautionsregelungen für ihn vereinbart worden. Trump will sich am Donnerstag den Behörden stellen. Nach der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug hat das zuständige Gericht im US-Bundesstaat Georgia eine Kaution in Höhe von 200.000 US-Dollar festgelegt. In den aktuell 4 laufenden Strafverfahren ist es das erste Mal, dass eine solche Geldauflage bekannt wurde. Wie aus dem Gerichtsdokument hervorgeht, stimmten Staatsanwältin Willis sowie Trumps Verteidiger den von Richter Scott McAfee formulierten Bedingungen zu. Das bedeutet, Trump muss sich den Behörden stellen. Mit spätestens Freitagmittag, Ortszeit, müssen Trump und seine 18 Mitangeklagten im Gefängnis in Atlanta erscheinen, sich dort offiziell festnehmen lassen, fotografieren und die Fingerabdrücke nehmen lassen und mindestens 10% ihrer Kaution bar hinterlegen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, boah, das ist ja schon ganz schön viel und jetzt muss er da 20.000 hinlegen und so weiter. Ja, ja. Wie hat denn Donald Trump reagiert? Ja, sicherlich vollkommen nachvollziehbar und rational. Der schreibt, Trump wolle am Donnerstag nach Atlanta reisen, um sich von der linksradikalen Staatsanwältin Willis verhaften zu lassen, erklärte er in der Nacht auf True Social. Der leitenden Oberstaatsanwältin warf er ohne Beweise vor, sie handele in strikter Abstimmung mit dem Justizministerium Joe Bidens. Völlig rational. Dieser Mann will nächstes Jahr wieder Präsident werden. Gut. Gut. Und dann habe ich noch für euch die ganzen Mathe-Profis da draußen, habe ich in der Zeit einen Artikel gefunden, der unter Umständen für euch interessant ist, wenn ihr ihn anklickt. Weil ich glaube, wir kriegen ihn hier nicht so gut dargestellt. Nämlich ist es ein Teilzeitrechner. So viel kostet es weniger zu arbeiten. Und ich habe einfach mal durchgerechnet, beispielsweise hier, bei einer aktuellen Arbeitszeit von 40 Stunden und einem Bruttolohn von 4.000 Euro, würde man netto verdienen ungefähr 2.600 Euro. Bei einer 32-Stunden-Woche, also eine 4-Tage-Woche jetzt beispielsweise, oder Teilzeit, oder wie man das nehmen würde, wären das 2.100 Euro. Bei einem Bruttogehalt von 3.000 Euro und einer 40-Stunden-Woche würde man verdienen
2000 Euro netto. Bei einer 32-Stunden-Woche würde man 1700 Euro verdienen. Ist ein sehr interessanter Rechner, der auch angesichts der Steuerklassen so ein bisschen die Zusammenhänge zwischen diesen 40 Stunden, 32 Stunden und oder weniger oder 30 Stunden die Woche Teilzeitlösung beleuchtet und wie viel man tatsächlich verdienen würde. Ist eine sehr coole Sache, darum habe ich ihn für euch rausgesucht, weil ich fand es interessant. Ja? Wie viel weniger das wäre und wie viel mehr man pro Stunde netto verdient, weil das immer ein bisschen mehr netto pro Stunde ist, wenn man weniger Arbeitszeit hat in diesem Zusammenhang. Ich habe ihn unten für euch verlinkt, also guckt ihn euch gerne an. Es ist Mittwoch, meine Kerle, und am Mittwoch steht uns einiges ins Haus. Wir fangen mal an mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz. Das habt ihr vielleicht schon gehört. Ich habe einen Artikel für euch unten im Deutschlandfunk gefunden. Den könnt ihr euch gerne durchlesen. Geschlechtliche Identität. Was regelt das Selbstbestimmungsgesetz? In Zukunft soll es leichter sein, seinen Geschlechtseintrag und Vornamen zu ändern. Das Kabinett hat das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht. Bisher war dieser Änderungsprozess für Transmenschen aufwendig und teuer. Cis, trans, non-binär. Es gibt eine Vielzahl von Geschlechtsidentitäten jenseits der traditionellen männlichen und weiblichen Kategorien. In Deutschland hat jeder das Recht auf seine und ihre geschlechtliche Selbstbestimmung. So steht es im Grundgesetz. Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren, sollen es mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz einfacher haben, den Eintrag zu ändern. Mittlerweile gibt es 4 mögliche Angaben beim Geschlecht im Personenstandregister. Männlich, weiblich, divers, keine Angaben. Zukünftig wird es dann so sein, dass man das einfach beim Standesamt wohl machen kann. Also in der Vergangenheit war es so, man braucht wohl psychologische Einschätzungen, super aufwendig, super unangenehm, sehr viele intime Fragen, die da beantwortet werden mussten. Für die Betroffenen war das ein Prozess, der wirklich mit nichts Positivem in Verbindung steht, um ihre eigene Identität zu verwirklichen. Und nun ist es so, dass man das beim Standesamt einfach umsetzen kann. Ja, also ich versuche mal den Einzelbereich hier rauszusuchen, aber das Letzte, was ich hier gelesen hatte, weil das ein sehr umfangreicher Artikel ist, also lest ihn euch gerne durch, der erklärt so ein bisschen die alten Probleme, was vereinfacht das Selbstbestimmungsgesetz, wie sieht das mit Kindern aus, wie oft darf man in Deutschland sein Geschlecht ändern und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen hier ein sehr umfangreicher Artikel, den ihr euch gerne reinziehen könnt, aber zukünftig kann man das dann einfach beim Standesamt erledigen. Und das ist doch einfach, das ist doch eine gute Sache, oder? Ja, was sagt ihr davon? Weiter geht's. Ein berühmter Dichter und Denker deutscher, zeitgenössischer, historischer Kunstgeschichte sagte mal, wenn der Mond in dein Ghetto kracht und jetzt letztes Wochenende ist erst eine Lunasphäre von Russland in den Mond gekracht. Nun habe ich hier allerdings einen Artikel aus Deutschland, aus dem Deutschlandfunk, dass Indien eine erfolgreiche Landung auf dem Mond hinter sich gebracht hat. Herzlichen Glückwunsch an Indien. Das mache ich jetzt einfach mal repräsentativ für alle Zuschauerinnen und Zuschauer von Meinungsmache. Wir gratulieren Indien jetzt. Und ich habe hier einen Titel aus dem Deutschlandfunk, der schreibt, Indien ist erstmals eine Mondlandung geglückt. Die indische Weltraumbehörde ISRO teilte mit, die Sonde Chandrayaan 3 sei sicher am Rand des Südpols des Mondes angekommen. Herzlichen Glückwunsch, oder der Artikel ist unten für euch verlinkt. Indien hat es auf den Mond geschafft. Das war ja ein Wunsch, den die schon eine Weile hatten, das Raumfahrtprogramm von Indien. Und sie haben es geschafft. Also Russland 0, Indien 1. Buschmann plant eine Reform des Unterhaltsrechts. Das bisherige Unterhaltsrecht regelt seit mehr als 60 Jahren, wie viel Geld der Elternteil, der das Kind aufzieht, von dem getrennten Elternteil erhält. Justizminister Buschmann will die Regel reformieren. Wer profitiert, wer verliert. Schon in ihrem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2021 hatte die Ampel sich das vorgenommen. Jetzt schauen wir mal, wer davon profitiert. Bisher war es so, durch Pflege, Erziehung und Geld erhält ein Kind Unterhalt von seinen Eltern. Wenn ein Kind nach Scheidung der Eltern nur bei einem Elternteil lebt, kümmert sich dieser meistens um die Erziehung, der andere zahlt. Wie viel das hängt vom Einkommen ab, Vermögen, Lebensumständen und davon, wie viel das Kind benötigt, ab. Um die Höhe des Unterhalts zu berechnen, wird oft die sogenannte Düsseldorfer Tabelle herangezogen. Sie wurde vom Oberlandesgericht Düsseldorf entwickelt und fortgeschrieben. Das Unterhaltsrecht selbst ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt.
Welche Änderungen sieht Marco Buschmann vor? Wenn sich also zum Beispiel eine Mutter zu 60% in die Erziehung einbringt, 2000 Euro verdient und ein Vater 40% der Betreuung übernimmt und 4000 Euro verdient, dann zahlt dieser Vater bisher einen Unterhalt von 500 Euro. Nach dem neuen Modell zahlt er nur noch etwas mehr als 400 Euro. Marco Buschmann erklärt es als Anreiz für Elternteile in der Praxis, meist die Väter, sich stärker in die Kinderbetreuung einzubringen. Zitat: Es macht nach dem jetzigen Unterhaltsrecht keinen Unterschied für die Unterhaltspflicht, ob der weniger betreuende Elternteil sich an einem oder an drei Tagen der Woche um das Kind kümmere. Und das ist natürlich unfair, das ist schade. Das setzt auch keinen Anreiz dafür, sich gleichberechtigter mit Kindern zu kümmern. Interessante Herangehensweise in diesem Fall. Ich weiß nicht, wie ich das finde tatsächlich. Ich habe mir jetzt ein bisschen schon Gedanken gemacht, weil ich den Artikel ja schon eine längere Zeit kenne und ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Meinungsbildung, indem ihr mir sagt, was ihr davon haltet. Also, es gibt jetzt weniger Unterhaltszahlungen von Elternteilen, die sich viel in die Erziehung ihres Kindes mit einbringen. Die müssen dann weniger zahlen. Wenn sie sich weniger einbringen, müssen sie mehr zahlen. Bin ich ganz sicher. Aber schreibt mir dazu doch unten was in die Kommentare. Der Artikel ist übrigens auch unten verlinkt. Klar, lest ihn euch durch, Deutschlandfunk. Ja. Am Mittwochnacht oder im Nachtbereich oder abends ist die Bombe geplatzt. Buchstäblich. Oder das Fenster war offen. Oder der... Naja, ihr werdet gleich verstehen. Nämlich die Luftfahrtbehörde hat bestätigt, dass es einen Flugzeugabsturz gab, wo Prigozhin auf der Passagierliste stand. Jewgenji Prigozhin, das ist der Anführer der Wagner-Gruppe. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor nicht ganz 3 Monaten oder 2 Monaten hat der einen Putschversuch gegen Putin gestartet. Und ihr könnt euch vielleicht auch erinnern, das haben wir hier behandelt. Und dann habe ich gesagt, dieser Mann sollte sich sehr dringend von Fenstern, Türen, Flugzeugen, allem, was in irgendeiner Form auch nur das kleinste Risiko darstellt, entfernen. Tja, er hat nicht auf mich gehört und hatte jetzt einen tragischen Unfall. Wladimir Putin hat ihm damals Straffreiheit versprochen, aber Straffreiheit bedeutet nicht, dass nicht auch ein Flugzeug abstürzen kann. Und genau das ist jetzt passiert. Und ich habe einen Artikel aus der FAZ für euch am Mittwoch, aus der Zeit für euch am Mittwoch, aus der Tagesschau für euch am Mittwoch, die schreibt: Nach dem Flugzeugabsturz in der russischen Region Twer sind 8 Tote geborgen worden. Auf der Passagierliste soll auch Jewgeni Prigozhin, der Chef der Söldnergruppe Wagner, gestanden haben. Für dessen Tod gibt es bisher aber noch keine offizielle Bestätigung. Don't worry, es ist erst Mittwoch, die kommt am Donnerstag. Und da werden wir jetzt mal hingehen. Wir fliegen nicht, wir gehen. Nur zur Sicherheit. Tja, und da haben wir schon den Salat. Und was ich genau mit Salat meine, das ist die Bestätigung, die indirekte Bestätigung des Todes von Prigozhin durch den Kreml-Chef Putin. Im Deutschlandfunk gab es da nämlich einen Artikel, und der dominiert, also diese Nachrichten, ich versuche sie so ein bisschen rauszufiltern, aber sie dominieren jetzt halt die Themen oder das Nachrichtenbild. Russlands Präsident Putin hat den Tod des mutmaßlichen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Chefs der Söldnertruppe Wagner, Prigozhin, indirekt bestätigt. Laut Staatsmedien erklärte Putin, dass es ersten Erkenntnissen zufolge am Vorabend ein Flugzeug mit Angehörigen der Privatarmee Wagner abgestürzt sei. Er nannte Prigozhin einen talentierten Menschen, der jedoch schwerwiegende Fehler gemacht habe und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Man werde sehen, was die Ermittler herausfinden, sagte der Präsident weiter. Dies könne dauern. Oh, man muss gucken, was die finden können. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich und ihr, wir sind in zum Umgang mit der politischen Führungsriege von Russland natürlich wirklich darüber im Klaren, dass es schon ein außerordentlicher Zufall ist,
dass jedes Mal, wenn ein diplomatischer oder unternehmerischer ein Missverständnis auftucht, dass sich dann ebenso Türrahmen, Fenster, Treppen, Flugzeuge oder einfach nur der Spaziergang zu einer tödlichen Herausforderung herausstellt. Und komm, also ich lasse es zu, das hier eine Verschwörungstheorie zu nennen. Aber zweifelt wirklich irgendjemand daran, dass der in seinem Flugzeug vielleicht irgendeine Bombe hatte oder irgendeinen Jet zufällig seine rote Taste gedrückt hat, während er zufällig anvisiert war? Also das Ausschalten von Prigoschins, das wird sicherlich ein Racheakt oder eine Konsequenz Putins gewesen sein auf Basis des Putsches oder des Aufstandes. Und ihr und ich, wir sind uns unter Umständen auch einig darüber, aber ihr könnt mir gerne eure Position dazu in die Kommentare schreiben, dass das ganz schön lange gedauert hat. Also er hat ganz schön lange Zufälle vermeiden können. Diesen allerdings nicht. Und auch diesen Artikel verlinke ich euch unten aus dem Deutschlandfunk. Prigoschin hat es erwischt. Und dazu, das war kein guter Mensch. Das war kein guter Mensch. Wir haben es hier nicht mit einem Demokraten zu tun, der von einem Autokraten ausgeschaltet wurde. Wir haben es hier mit einem sehr, sehr schlechten Menschen zu tun, der für den Mord von unzähligen Menschen verantwortlich ist. Also, ja, nur um das mal einzuordnen. Die SPD will den Strompreis drücken. Auch da habe ich aus der Süddeutschen etwas für euch rausgesucht. Nun hat sich die SPD-Fraktion einen Plan, wie sie den Strompreis für die Industrie deckeln lassen will. Er ähnelt stark dem von Wirtschaftsminister Robert Habeck und trifft auf ähnliche Widerstände. Was genau ist denn nun eine Dauersubvention mit der Gießkanne? Genau die hatte der Bundeskanzler in der vorherigen Woche abgelehnt, und zwar deutlich, als ökonomisch falsch und fiskalisch unsolide, befand Olaf Scholz. Und sicherlich würde er auch auf falsche Anreize setzen, jener Industriestrompreis, den vor allem die energieintensiven Branchen seit Monaten fordern. Und genau dafür habe nun Scholz eigene Parteifreunde am Donnerstag ein Konzept beschlossen. Nur nennen sie ihn nicht Industrie, sondern Transformationsstrompreis. Und ein paar Türchen, durch die der Kanzler schlüpfen könnte, enthält er auch. Diesen Artikel aus der Süddeutschen habe ich mit euch verlinkt und er setzt so ein bisschen diese Wünsche der Deckelung der Strompreise für die Industrie voraus. Lest ihn euch gerne durch. Hier steht nämlich auch, zuletzt waren die Strompreise an der Börse schon stark gefallen. Im zweiten Quartal lag er nach Daten der Bundesplattform Smart im Schnitt bei 92,29 Euro je Megawattstunde, also 9,2 Cent je Kilowattstunde. Im zweiten Quartal des vorherigen Jahres lag er über 200 Euro, also weniger als die Hälfte. Aber Strom ist eben auch deutlich teurer, als es dem Wirtschaftsministerium und der SPD-Fraktion vorschwebt. Während der SPD-Fraktion die Obergrenze bei 5 Cent festlegen will, soll es nach den Plänen der Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck, ihr erinnert euch vielleicht, bei 6 Cent die Kilowattstunde liegen. Dies aber nur für 80% des Verbrauchs. In beiden Fällen sollen die Unternehmer die Differenz zum Börsenstrompreis erstattet bekommen. Ihr seid informiert, ihr könnt euch das gerne durchlesen und wir ziehen weiter. Immer noch zu Fuß, ist immer noch gefährlich. Eine Katastrophe. Parkinson, Finanzskandal bei Patientenverein. Aus der Süddeutschen. Der Patientenverein bereitet eine Strafanzeige gegen seinen ehemaligen Geschäftsführer vor. Unterlagen sollen belegen, dass er mehr als 1,8 Millionen Euro auf ein Schattenkonto abgezweigt und abgehoben hat. Rund 14.000 Mitglieder zählt die Deutsche Parkinson-Vereinigung. Nach einigen Angaben, es sind von der Krankheit Betroffene, deren Angehörige und Fördermitglieder. Sie unterstützen mit ihren Beiträgen lebensnahe Forschung, die Patienten zugutekommen soll, die jetzt schon an der Krankheit leiden. Sie suchen Rat und Hilfe, wie sie nach der Diagnose leben sollen, den persönlichen Austausch über landesweit verteilte Regionalgruppen, neueste Informationen über den Stand der Medizin und manchmal nur das Gefühl, eben nicht allein zu sein mit dieser heimtückischen Krankheit. Morbus Parkinson lässt das Nervensystem degenerieren, bisher noch unaufhaltsam. Miteinander statt allein, rechtzeitig vorsorgen. So wirbt der gemeinnützige Verein auf seiner Homepage um neue Mitglieder. Nun scheint offenbar jemand über viele Jahre den Slogan ganz und gar fehlinterpretiert zu haben. Die aktuelle Vereinsführung erhebt gegen den früheren Geschäftsführer eine von dessen Mitarbeiterinnen und weitere Personen schwere Vorwürfe. Mehr als 1,8 Millionen Euro Vereinsvermögen sollen über ein geheimes Konto abgegriffen worden sein.
Parkinson-Patienten abziehen, Digga. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Parkinson-Patienten. Ich habe den Artikel unten für euch verlinkt, der ein sehr ausführliches Bild dazu zeichnet, wie mit dieser kriminellen Machenschaft und kriminellen Energie das wohl vonstatten gelaufen sein soll, wer beteiligt ist. Schaut es euch gerne an. Was soll das denn? Was soll das denn? Dann ist mir hier was ins Auge gesprungen, das ist mir förmlich ins Gesicht gehüpft, nämlich aus der Zeit. Roderich Kiesewetter, CDU-Abgeordneter, bitte nach Vorfall auf Stadtfest um Entschuldigung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was kann denn ein CDU-Abgeordneter auf dem Stadtfest gerade für Blödsinn machen? Hat der Marihuana-Konsumenten beleidigt, dass die ihre Drogen weglegen sollen, während er mit einem Maß Bier umherwandelte? Wir schauen mal rein in den Artikel. Und hier steht, nach Vorwürfen einer Sicherheitsfirma hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter um Entschuldigung für einen Vorfall auf einem Stadtfest im baden-württembergischen Illwangen gebeten. Der Sicherheitsfirma zufolge soll Kiesewetter Mitarbeiter des Unternehmens und der Stadtverwaltung beleidigt haben. Es habe sich um einen Vergleich mit Verantwortlichen im NS-Konzentrationslager gehandelt, teilte der Inhaber der Security-Firma Peter Ödenwälder mit. An den genauen Wortlaut der Beleidigung erinnere er sich nicht mehr. Auch ein Sprecher der Stadt Illwangen bestätigte, dass es bei den Heimattagen in Illwangen am 22. Juli ein Vorkommnis gab mit Kiesewetter. Mitarbeiter der Kommune sei ihm ebenfalls dabei anwesend gewesen. Ein CDU-Mitglied hat einen Sicherheitsbeamten mit einem NS-Vergleich und einer, was steht hier? Konzentrationslager-Vergleich beleidigt? What the fuck? Naja, vielleicht alles noch in Vorbereitung mit der Koalition der AfD, ha? Mal sehen. Es ist Freitag. Und Ladies and Gentlemen, ihr fragt ja immer nach guten Nachrichten. Also richtig guten Nachrichten. Und ich glaube, Freitag ist für uns alle ein Tag, der so ein bisschen das Ende der Woche prognostiziert. Und glaubt mir, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben oder privilegiert, aber diese Woche war für mich auch sehr, sehr krass. Ich bin auch sehr froh, dass die Woche jetzt vorbei ist und segel mit euch gen Wochenende, um mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und um diesen Moment in seiner Glückseligkeit etwas besser festzuhalten oder zu sagen, hey, das ist doch gar nicht so schlecht, guck mal, wie schön das Leben ist, gibt es jetzt endlich die Mugshots von Donald Trump. Denn ich habe euch ja gesagt, der muss ja ins Gefängnis, um seine Kaution zu hinterlegen. Und da wird er verhaftet, fotografiert, Fingerabdrücke werden genommen und dann darf der 10% seiner Kaution hinterlegen. $200,000 waren das, er muss 10%, also $20,000, quick math, hinterlegen. Und jetzt gibt es das veröffentlichte Foto. Und ich hoffe, mein Cutter wird es hier ganz kurz einblenden. Hier oder dort. Und das ist doch ein schöner Anblick, oder? Guckt euch dieses gemeine Starren an. Ist das etwas, das ihr eventuell interpretieren könntet? Was glaubt ihr, sagt dieses Gesicht aus? Scheiß Amerika hat mir meinen Präsidentschaftsstuhl weggenommen. Oder ich muss dringend auf Toilette. Oder einfach nur ein Ausruf. Einfach nur. Aber es ist so. Der frühe US-Präsident Trump hat sich im Bundesstaat Georgia im Strafverfahren um versuchten Betrug bei der Wahl 2020 den Behörden gestellt. Er landete mit seinem Privatjet in Atlanta und ließ sich daraufhin zu dem Gefängnis im Bezirk Fulton County fahren. Dort wurden seine Personalien aufgenommen. Außerdem wurde ein Polizeifoto gemacht. Es tut mir leid, falls jemand unter 30 diesen Cringe hier gerade konsumieren muss. Es tut mir leid, aber ich bin da gut drauf. Wenn ich einen Mugshot von Donald Trump sehe, bin ich einfach gut drauf. Ja? Seine 18 Mitangeklagten haben das übrigens auch. Man kann das mittlerweile online eines einsehen. Sehr unterhaltsame Bilder. Und da soll man mal sagen, es gibt nicht gute Dinge, die passieren. 2023 bei Meinungsmache. Schön. Ich habe einen wundervoll interessanten Artikel gefunden aus der Zeit. Behandelt dieser Artikel die Hitze in deutschen Städten abhängig davon,
wie gut oder schlecht man finanziell aufgestellt ist. Also er teilt die Innenstädte in arme und reiche Teile auf, also besser verdienende und weniger so gut verdienende, und findet heraus, dass es da einen Unterschied gibt bezüglich der Hitze in Städten. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Hier schreibt beispielsweise die Zeit, der Blick auf Essen. Im Ruhrgebiet ist zweigeteilt. Im Süden leben Menschen mit höherer Kaufkraft, im Norden ist es umgekehrt. Doch nicht nur das trennt die beiden Teile der Städte. Im Essener Süden lässt sich im Sommer eine weitere Trennung spüren. Selbst bei hohen Temperaturen bleibt es dort im Gegensatz zum Norden eher kühl. Etwa in Bradenny, hier ließen sich einst die Gutverdiener der Stadt nieder, unter anderem die industrielle Familie Krupp. Es gibt nicht nur große Häuser mit Gärten, sondern auch viele Bäume und die Schatten spenden. An heißen Sommertagen ist der Wald schnell erreichbar und der See zum Segeln oder Rudern. Schaut man allerdings in Richtung Innenstadt auf die alten Industriesiedlungen, bleibt es dort bei hohen Temperaturen eher warm. Die Hitze hält sich in den Städten. Und das ist eine sehr interessante Sache, die so ein bisschen die Diskrepanz zwischen Arm und Reich mal auf die Temperatur runterbricht. Denn die armen Regionen in Städten heizen sich nicht nur schneller auf, beziehungsweise heizen sich auf und bleiben länger heiß. Es gibt weniger Abkühlungsorte, weniger Bepflanzung, es ist weniger möglich, Schatten zu spenden. Und diese Sache fand ich sehr, sehr interessant. Dazu hatte ich schon mal was, eine sehr ausführliche Dokumentation aus den Staaten gesehen. Denn da ist das genauso. Da werden in den total versiegelten Regionen, in denen arme Menschen leben, ist das unerträglich heiß. Und in den Bereichen, wo grüne Bepflanzung, Bäume, Büsche und alles so ein bisschen weiter ist, größere Gartenanlagen, ist das alles sehr erträglich und kühl. Schaut ihn euch gerne an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Ist verlinkt unten aus der Zeit. Soziale Ungerechtigkeit in Verbindung mit Hitze. Und dann gibt es hier noch was aus der Zeit zusätzlich. Diesmal ein bisschen weniger Deutschlandfunk und mehr Zeit tatsächlich. Und Süddeutsche, aber auch mal was Schönes. Für euch nochmal, unabhängig von diesem Artikel, ihr kriegt ja unten alles verlinkt und selber in eurem Konsum empfehle ich euch, nehmt euch ein Portfolio von Nachrichten, das ihr konsumiert. So mache ich das ja auch, so verlinke ich euch das auch. Und dann habt ihr ein diverseres Bild von unterschiedlichen Sachen. Denn manche Magazine schreiben sehr ausführlich über gewisse Themengebiete, andere wiederum nicht. Das kann sehr unterschiedlich sein, darum gehen wir jetzt mal zurück zur eigentlichen Thematik. Aus der Zeit, Schule. So wird die Arbeitszeit von Lehrern verschwendet. Die Diskussion um den Fachkräftemangel an unseren Schulen wird allzu einfallslos geführt. Als ob uns nur Lehrkräfte fehlen. Das Problem ist komplexer. Es geht darum, wie wir das Lehren und Lernen der Zukunft organisieren wollen. Doch dafür fehlt es offenbar an Weitblick, Vorstellungskraft und politischem Willen. Tatsache ist, Lehrer und Lehrerinnen leisten inzwischen viel mehr als das, wofür sie eigentlich ausgebildet werden. Einen großen Teil ihrer Arbeitszeit beanspruchen nicht pädagogische Tätigkeiten, von IT, Verwaltungsaufgaben bis hin zur Organisation der nächsten Klassenfahrt. Aber wir können uns kein System leisten, das ineffizient mit der Arbeitszeit von Lehrkräften umgeht. Sie müssen sich wieder aufs Unterrichten konzentrieren, ihre ureigene Kompetenz. Und das finde ich sehr, sehr spannend und ist ja auch so ein bisschen was, was man im Bildungssektor oder im Schulbereich durchaus bemängeln könnte. Lehrkräfte machen viel zu viel, was nichts mit Lehren zu tun hat. Die kümmern sich um erziehungstechnische Maßnahmen, soweit das irgendwie möglich ist, weil das zu Hause verpasst wird. Die kümmern sich um IT-Probleme, weil mal wieder irgendwas in der Schule nicht funktioniert oder weil sie irgendwas den Schülern zur Verfügung stellen wollen, via Cloud unter Umständen, und organisieren dann vielleicht noch die Klassenfahrt. Also sehr, sehr vielschichtige Arbeit, die unter Umständen einfach durch Personal vereinfacht werden könnte, das nicht pädagogisch in diesem Fall tätig ist, sondern als Unterstützung. Und das finde ich eine sehr gute Herangehensweise bei der Frage, wie könnten wir Lehrkräfte entlasten, es ja allgemein viel zu wenige von denen gibt. Artikel übrigens unten für euch verlinkt. Ja, da sind wir auch schon durch. Das war's mit dieser Folge. Und dieser Woche Meinungsmache, Kalenderwoche 34. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen ins Bild setzen bei den Entwicklungen der Welt, was so los war, was in Deutschland los war, was international so ansteht. Und ihr wart nicht nur vielleicht sogar informiert und konntet euch eine Meinung machen mit guten Informationen, die ihr alle auch nochmal nachlesen könnt, sondern auch ein wenig unterhalten. Darum würde ich doch sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zugucken, vielen Dank fürs Vorbeischauen und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.